So, ich gebe jetzt eine Kugel in ein Wasserglas. So, da ist die Kugel. Die schmeiße ich rein und die Wasserhöhe steigt. So, genau. Und dann ist das Volumen dieser Kugel gleich dem, jetzt mache ich mal grün, diesem Steigewasser. Ja? Und bei der Aufgabe ist gegeben, der Durchmesser waren 6 cm, 6 cm, damit ist der Radius gleich 3 cm. Die Höhe, um die das Wasser hier steigt, waren 4 cm. H gleich 4 cm. Und damit kann ich, das ist grün, ist ein Zylinder, ja? R Quadrat Pi mal H Grundfläche mal Höhe, kann ich das alles ausrechnen und kann dieses grüne Volumen gleich dem roten Volumen machen. Das rote Volumen ist ja die Kugel und die ist 4 Drittel R hoch 3 Pi, aber jetzt ein anderes R. Nehmen wir das RK für R-Kugel und ausrechnen.